Also guten Morgen und herzlich willkommen zum Webinar Neuerungen von der Version 22.1. Sie sehen es bereits, Delia Zielmann und ich werden Ihnen das Dokument, das wir hier mitgeschickt haben, da unsere Neuerungsbibel, ein bisschen näher bringen. Ich werde den Anfang machen mit allem so ein bisschen rund um den Auftrag. Nachher wird Delia übernehmen mit dem Lohnteil und am Schluss mache ich nochmal etwas zum Thema Docio. Auf den Unterlagen auf Seite 4. Da geht es eigentlich nur um Windows 11, das ist jetzt klar, das ist jetzt neu. Hat es ein bisschen Designanpassungen gegeben von den Fenstern. Da muss ich aber nicht groß. Das ist nicht in dem Sinne Neuerung, da haben sie sich auch gemerkt, wenn sie schon Windows 11 haben, da ist das Zeug ein bisschen abgerundeter. Da kann man aber eh nichts dagegen machen. Da ist es so, wie es ist. Da können wir auch überspringen. Seite 5, da geht es jetzt mal das erste Mal in Select-Line. Und zwar kann man jetzt im Bankassistent, der ist im Auftrag unter offenen Posten, Bankassistent, oder in der FIBU, wenn man mit OPOS schafft, unter Buchen, hat man jetzt die Möglichkeit, da beim Import neu einen individuellen Import zu machen. Und wenn man das nachher macht, kann man mit dem Importmuster schaffen. Praxisbeispiel, wenn Sie da zum Beispiel irgendeinen Online-Shop haben, also mit Payrex oder irgendetwas schaffen, und Sie von dort aus einen Kontoauszug bekommen, dann können Sie jetzt den über den Importassistent reinlesen im Bankassistent. Ändert sich, wenn Sie nichts so speziell haben, gar nichts für Sie, Standardformat haben, ESO und so weiter, die sind nach wie vor vorhanden, kann jetzt einfach dort neu mit dem Importassistent schaffen. Der ist auf Seite 5 und 6 nochmal erklärt. Wir können jetzt den Importassistent in dem Bereich aber nicht gross anschauen. Da ist dann auch ein Teil vom Lohn von der Delia Zielmann, wo sie dann mit dem Lohnimport noch etwas wird zeigen. Das Ganze hängt natürlich auch an der rechtlichen Verwaltung. Also wenn Sie da das nicht wollen, freischalten wollen, dass da jemand kann, dann kann man es recht wegnehmen. Seite 6 wäre da gewesen. Seite 7 geht es auch wieder um die offenen Posten. Und zwar können Sie bis jetzt den Zahlungsverkehr, wenn man dann einen Zahlungslauf macht, hat es da einen neuen Schalter. Da ist er. Und zwar heisst er Zahlungen berücksichtigen. Bis jetzt hat es nur Gutschriften berücksichtigen. Zahlungen berücksichtigen bedeutet, wenn Sie eine Überzahlung haben, das heisst, es steht ein Debitor-Zahlungsausgang, das heisst, Sie haben zu viel gezahlt bekommen oder ein Zahlungseingang-Kreditor, auch immer das Gegenstück, dann haben Sie da die Möglichkeit, das in einer Zahlung zu berücksichtigen. Dass es eigentlich schlussendlich abzogen wird, kann man es so sagen. Also wenn Sie einen Debitor- und Zahlungsausgang erfasst haben, der Ihren Kunden hat Guthaben bei Ihnen und Sie stellen eine Rechnung für 100 Franken, dann und die Guthaben ist irgendwie 20 Franken, weil sie noch Zahlungsausgang haben, dann gibt es nachher effektiv gezahlt, werden 80. So, da ist eigentlich die Idee, ist ja schon manuell schon lange möglich und jetzt kann man es einfach automatisch im Zahlungslauf so berücksichtigen. Gut, dann im Auftrag Seite 8 sind wir jetzt da, da geht es jetzt mal um eine Neuerung, wo man da auch wirklich eine Neuerung kann nennen. Und zwar können Sie jetzt unter Einkauf können Sie da Einkaufspreise vorerfassen. Ich habe hier ein Beispiel. Wir sehen hier den Sessel, das Sie sich bildlich vorstellen können. Einkauf sehen wir jetzt hier, hat es einen neuen Ritter gegeben. Da ist da oben der Vorerfassungsritter. Und da drin kann ich jetzt verschiedene Preise erfassen. Wir sehen jetzt, ab dem 1. Januar 2021 war es 10 Franken gewesen. 1. Januar 22, 13 Franken und ab dem 1. Juli sollte es jetzt 15 Franken sein. Das ist jetzt aber erst die Vorerfassung. Nur weil ich jetzt da vorerfasst habe, kommt nicht automatisch ab dem 1. Juli der Preis von 15. Ich muss die Vorerfassung eigentlich noch wie bestätigen und sagen, und jetzt übernimmst du die Preise, die ich vorerfasst habe. Das würde ich da machen und sagen, vorerfasste Einkaufspreise übernehmen. Dann würde ich es ab dem Datum natürlich übernehmen. So, dass ich da natürlich nicht bei jedem einzelnen Artikel muss jedes Mal machen, gibt es die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel bei dem Artikel auch sagen, alle Einkaufspreise, die ich je vorerfasst habe, für verschiedene Lieferanten sein, kann ich sagen, vorerfasste Einkaufspreise übernehmen. Dann nimmt es
alles von diesen Lieferanten bzw. da, wo ich da auswählen kann. Ich kann es als Gegenstück machen, wenn ich weiss, ich habe vom einen Lieferanten die unterschiedlichsten Artikel, die Einkaufspreise vorerfasse, kann ich auf den Lieferanten gehen. Und hier die Plus, Zusatzfunktionen und sage Einkaufs- und Verkaufsaktualisierungen. Also aktualisieren, nein, das ist nicht. Genau, dann werden die übernommen. Also ich kann es hier über Zusatzfunktionen auswählen. Da muss man einfach wissen, nicht nur hier über die Extras, sondern auch über die Zusatzfunktionen hier oben im Menü. Das Erfassen und das Vorerfassen, da läuft eigentlich immer über die Gültigkeit bzw. das Datum. Wir haben hier noch für weitere Felder, aber den Preis, Rabatt 1, 2, da haben wir noch ein bisschen von drin. Und ich kann noch eine zusätzliche Staffelung rein tun, das heisst ab Menge, ab 10 wäre es dann nur noch 13 Franken und so weiter. Das kann ich nach wie vor machen bei der Vorerfassung bereits. Etwas, was Sie mit der Platin-Funktion auch noch zur Verfügung haben, ist hier unter Mandant Einstellungen, nicht Einstellungen, Aufgaben. Können Sie da drin also ganz bequem schauen, wo haben Sie überall vorerfasste Einkaufspreise. Ich zeige es nochmal hier, Mandant, Aufgaben und dann ist da unten der Eintrag. Ganz simpel. Das mit den vorerfassten Einkaufspreisen ist natürlich auch etwas, was prädestiniert ist dafür, dass man es importiert. Oder? Da kann man über den Importassistenten die Ideen entsprechend Tabellen einlesen. Das macht vor allem Vertriebspartner. Da ist aber bis anhin, hat man es nur können zum Stichtag X importieren und dann sind sie aber überschrieben worden. Und jetzt kann ich den Import bequem vorher machen und kann den dann nachher ausführen. Und es ist dann zum richtigen Zeitpunkt aktualisiert. Für unsere Vertriebspartner, die da drin sind, die Toolbox kennen und haben, oder auch Anwender, die Toolbox haben, die gibt es eine ganz coole Funktion. Und zwar kann ich jetzt die Aktualisierung, die ich da entweder manuell ausführen muss, kann ich über eine Toolbox-Funktion, ich habe jetzt hier ein Journal gemacht, EK-Aktualisierung, jeden Tag am Mittag um 12 Uhr soll es da, wo ich jetzt vorher manuell gemacht habe, einmal durchlaufen lassen. Hat den Journal gemacht, auf der linken Seite Toolbox-Funktion hinterlegt. Das ist die Toolbox 8001-Funktion. Was beinhaltet die? Jetzt wahrscheinlich schauen. Eigene Daten. Kann ich da schauen. Die beinhaltet. Toolbox-Aktualisierung, Übernahme von vorerfassten Einkaufspreisen. Und ich habe da eine Bedingung gesetzt, einfach von der Artikelnummer so und so. Also ich habe es nur auf den Artikel beschränkt. Müssen wir natürlich sonst noch ein bisschen weitlaufender machen. So. Und dann wird das mit der Zeit ausgeführt, wie ich es dort im Journal gesagt habe. Und da mit dem Wert müssen wir halt auf ihre Werte anpassen, mit Artikelnummer von bis und so und Lieferant von bis. Ganz eine coole Funktion und dann kann man sich nämlich damit jedes Mal dran denken, zum Übernehmen auch schon sparen. Das auch nochmal erklärt auf Seite 10 bzw. auf Seite 11. Was wir drin haben, auf Seite 11 unter Kapitel 2.2, ist ein Assistent zum Verkaufspreise anpassen. Wir haben hier die Beratung, die kostet im Verkauf 170 Franken. Wir haben sogar noch für eine Preisgruppe für den Ankunden ist sie noch 140 Franken und jetzt haben wir eine Preisanpassung von 120%, also von 20% nach oben. Jetzt können wir über Zusatzfunktionen sagen, Verkaufspreise anpassen. Ich kann sagen, ich will den Listenpreis anpassen, will einen Artikel. Da kann ich natürlich nur die auswählen, die einen normalen Listenpreis haben. Das funktioniert nicht bei den Artikeln, die kalkuliert sind irgendwie über ein Schema. Nur bei denen, die einen normalen Listenpreis haben. Beratung. Und jetzt kann ich da meine Formeln eingeben. Wir sehen dort ein Beispiel. Auf der Seite 12 noch oben dran, wo man den Faktor dann eingeben kann. Das gleiche natürlich auch mit der Preisgruppe. Man kann sagen, Preisgruppe A-Kunden. Und jetzt, Achtung, jetzt kann ich nur einen auswählen. Wieso nur einen? Weil das ist der einzige Artikel, der einen Preis in der Preisgruppe A-Kunden drin hat. Also es ist ein Assistent zum Verkaufspreise anpassen und nicht zum generell erstellen.
einfach wenn ich um einen gewissen Faktor oder irgendeine Formel will, das Ganze anpassen. Genau. Dann mal schnell weiter schauen in den Unterlagen. Auf der Seite 12 unten dran geht es ums Modul der PC-Kasse. PC-Kasse ist ein Zusatzmodul, das man haben kann zum Select Line, wenn man einen Arbeitsplatz hat, was wirklich eine Kasse, Kassenposten hat in einem Laden oder bei sich im Geschäft. So. Jetzt kann ich da dort drauf zum Beispiel so einen Kundenbildschirm ausführen. So. Also, es geht darum, ich kann jetzt hier auf den Kundenbildschirm gehen. Wo haben wir so PC-Kasse? Da. Konfiguration vom Kundenbildschirm. Und kann jetzt hier zum Beispiel so eine GIF anhören. Ich jetzt einmal auswählen. So. Desktop. So. Jetzt lassen wir den mal laufen, jetzt müssen wir den Kassenbeleg starten. Touchkasse. Okay, ja, haben wir nicht schon geschlossen, ist gleich. So. Das ist eigentlich schon die Neuerung, was Sie hier sehen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, zum Bilder, Grafiken anzuzeigen. Da ist der Kundenbildschirm, wo Sie nachher sehen würden. Darauf kann man die verschiedenen Dateiformate, die wir sehen, auf Seite 12 unten so abbilden. Konfiguration haben wir gerade vorher gesehen. Mache ich im Auftrag rein. Dann ist es hier hinterlegt. Ich kann dann natürlich Positionierung noch sagen und so weiter. Der Ganze hat einen Grund, wieso wir jetzt heute so Formate anzeigen kann. Das ist nämlich schon auf Seite 14. Das ist auch ein weiteres Zusatzmodul, der E-Bahn, den wir haben. Findet man auf der Select Line Preisliste. Jetzt neu drauf. Auf Preise ist da. Genau. Dann haben wir hier unten den E-Bahn. 550 Franken mit dem Update-Vertrag. Der E-Bahn. Der E-Bahn ist, wenn Sie nicht jedes Mal eine Quittung ausdrucken, sondern wenn dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er kann über einen QR-Code seine Quittung scannen und sie nachher kann mobil auf mobile Gerät abladen oder angezeigt haben. Das Ganze wird natürlich nachher gehostet, das wird von uns gemacht. Sie haben hier 1 GB Speicher und 1 Million Beleg maximal zur Verfügung. Aber beschränkt auf 30 Tage. Das heisst, wenn Sie ja, in 30 Tagen 1 Million Beleg rausnehmen, dann sind Sie sicher gut unterwegs. Das wird wahrscheinlich jemand brauchen. In dem Ausmaß, man kann auch wählen, entweder wird man die Grafik eben auf dem Kundenbildschirm angezeigt haben, so wie man auf Seite 40 sehen kann, mit dem QR-Code. Oder man kann dann halt gleich noch einen kleinen Bar rauslassen und dem Kunden mitgeben, dass er den nachher abscannt. Natürlich einfach die 30 Tage lang, wo er dann Zeit hat, von seinem mobilen Gerät oder von wo auch immer, dass er dann alles abscannen und abladen. Für das haben wir jetzt müssen Grafiken anzeigen dort drin. Druckvorlageanpassung, alles das ist nach wie vor genau gleich. Da müssen wir jetzt nicht gross drin, das ist auf Seite 16, der Oberteil dann nochmal soweit erklärt. Genau, soviel zu der Neuerung für die PC-Kasse. Wie gesagt, Grafik anzeigen und der E-Bar als Zusatzmodul, was noch gibt. Dann kommen wir jetzt ein bisschen in das Thema der Fertigung rein, da ist ja ebenfalls ein Zusatzmodul Produktion, Produktionssteuerung, Produktionsplanung. Da gibt es jetzt auch ganz kleine Sachen, aber das zum Beispiel für die Fertigungsaufträge, die wir hier haben, jetzt neu eine Möglichkeit gibt für einen Sammeldruck. Sie kennen den Sammeldruck bestimmt, der dort ist immer bereits das, als ich will es drucken, abkennzeichnen, wo noch nicht gedruckt worden ist. Im Fertigungsvorschlag hat es jetzt neue Filterungsmöglichkeiten. Da finden wir unter Belege, Fertigungsvorschlag. Da drin haben wir jetzt den Filtereditor. Ist jetzt bei meinem einen, den ich jetzt da drin habe, nicht wahnsinnig notwendig. Aber haben wir jetzt so drin. Weitere Sachen, die wir da noch drin haben, die Produktion. Man kann jetzt Artikel, die Disposition haben, bedarfsgesteuert. Finden wir gerade einen, genau da. Wenn man den nachher in der Planung hat,
weil man vielleicht produzieren und da braucht es Material. Für einen Sessel braucht man vielleicht Leder, ein bisschen Holz für die Stühle, für die Beine und so weiter. Wo alles auch eine Wiederbeschaffungszeit hat. Das ist ein sogenannter bedarfsgesteuerter Artikel. Da haben Sie die Möglichkeit, mit Platin da zu nutzen. Jetzt kann man die neu auch terminieren. Da haben wir bis jetzt schon können machen. Die Leine. Und die Terminierung läuft jetzt einfach nicht nur von bis. Aha, ja genau, im Auftrag rein. Bis jetzt hat man immer den aktuellsten Beleg neu terminieren, dass im Hintergrund alles nochmal durchgerechnet wird. Wie lange habe ich zum Produzieren? Wie lange habe ich, bis wahr da ist? Habe ich Liegezeiten, die ich mir berechne? Dass der Liefertermin logischerweise, das ist das Wichtigste für unseren Kunden. Er wird wissen, wenn komme ich den bestellten Artikel über den Stuhl. Hat man bis jetzt noch den aktuellen Beleg einmal neu durchrechnen lassen. Und jetzt kann man sagen, von bis Beleg. Man theoretisch über alle Belege ausrechnen lassen. Ist dann halt ein bisschen die Frage von der Performance, aber da wird ja selten schon über alle Belege auslaufen. Wir bleiben in der Produktion auf Seite 18. Da haben wir jetzt unter den Fertigungsaufträgen, jetzt wollen wir schnell aufdrehen, neu die Anzeige von der fertiggestellten Mengen. Jetzt momentan 5 Stück, die ich machen muss, habe noch keins gemacht. Wenn ich jetzt einen Teil davon mache, drei, dann zeige ich es mir nachher den Gel an. Und 3 Stück sind bereits gemacht. Die Fertigungsaufträge, die bedeutet ja immer im Hintergrund, dass es so eine Fertigungsliste hat. Die Fertigungsliste ist zum Teil ein bisschen mühsam zu erstellen, gerade wenn sie von den Werkaufträgen herkommen. Es gibt keinen Konverter oder so, wo sie alles können umstellen lassen. Man muss wirklich jede Fertigungsliste neu anlegen. Man kann sich zur Unterstützung da so ein bisschen Vorlagen machen, Arbeitsschrittvorlagen und sagen, gut, wenn ich Tischplatte mache, dann kommt die und die und die und die Folge nacheinander. Da erleichtert es mir dann nachher, wenn ich die Fertigungsliste erstelle, aus der Vorlage auszuwählen. Und weil es da neu ist, ich kann jetzt da mit dem Dropdown sagen, du und du kommst rein. Für die, die nichts mit der Produktion jetzt tun können, ist jetzt da wahrscheinlich alles ein bisschen Bahnhof. Wenn Sie da aber interessiert, es gibt ein kostenloses Webinar zum Produktionsthema. Auch dort kann ich nur ein Beispiel eigentlich durchgehen innerhalb von einer Stunde, weil es so umfangreich ist. Aber Sie kommen mal ein bisschen einen Einblick über. Ihre Investition ist eine Stunde und können sich da mal ein bisschen mehr beweisen lassen von mir über das ganze Thema. Wir bleiben aber noch in dem Thema von der Neuerungen in der Produktion rein. Was haben wir da noch drin? In den Fertigungsaufträgen haben wir jetzt hier den Aufbau. Das heisst, jetzt sieht man auch Verschachtelungen und Ebene an Ebene. Sehen wir ein bisschen besser in dem Beispiel auf der Seite 19. Ich kann es jetzt da gleich mal noch schnell tragen. Redet. So, wir sehen ja jetzt einfach. Die Fertigungsliste für die Rohrfertigung, die hat da unterschiedliche Stufen. Und zum das Rohr unbearbeitet 3 Meter machen, bedingt, dass ich unterhalb noch ein Rohr 6 Meter habe. Also da ist alles also miteinander verschachtelt. Und so wird es mir jetzt neu einfach mal die ganze Ebene und die ganze Struktur so angezeigt. Ist bis anhin noch nicht der Fall gewesen. Ebenfalls Terminberechnung, die wir hier drin haben. Das ist wieder das gleiche Beispiel, wie ich vorher gesagt habe. Schlussendlich, was wir wollen, oder was wir sagen können, ist, dass der Liefertermin automatisch eingetragen wird, aufgrund von dem, wenn die Durchlaufzeit ist, von den ganzen Stücklisten, die man hinten dran hat. Das Programm weiss, wie lange hat man für was, wie viele Kapazitäten haben wir, wie viele Ressourcen haben wir. Und dann sagt es uns der Liefertermin. Das war eine Neuerung, das war in der Version 21 mal reinkommen, wenn Sie dort schon dabei waren. Mögen Sie sich vielleicht erinnern. Jetzt neu läuft es einfach über alle Ebenen aus. Das heisst, wenn beim einen Produkt ein Unterartikel ist, der ebenfalls gefertigt werden muss, rechnet es auch der selbst durch. Das ist nicht zwingend eine Neuerung, in meiner Meinung nach fast eine Fehlerbehebung. Aber man könnte es gleich mal so draufnehmen, weil das doch bei einigen mal noch gemolden worden ist. Dann haben wir auf der Seite 20 unten dran BDE-Seite, wo wir uns da in einem Fertigungsauftrag eintragen lassen. Was heisst BDE? BDE, wir haben hier den Fertigungsauftrag, das heisst, wir machen hier den Tisch, brauchen hier Material dazu.
Wir können das nachher ausdrucken. So. Auf dem Bildschirm. Und dann sehen wir, da gibt es so eine Laufkarte, dass die Mitarbeiter mit so einem Gerät eigentlich das Ganze nur noch mal abschiessen und dann so durchlaufen. Für das hat er ein mobiles Gerät und auch natürlich eine mobile Lösung von uns. Das ist das Selectline BDE, Betriebsdatenerfassung. Wenn wir mal reingehen, können wir da mal schauen, jetzt bei den Mitarbeitern. Wir können auch die Fertigungsaufträge anschauen, 2, 3, 4 und 5. Gehen wir zurück in Auftrag, gibt es genau die Fertigungsaufträge, die wir hier haben. Ich kann zum Beispiel den Zweier sagen, der ist nicht freigegeben, den muss ich nochmal bearbeiten. Ja, den haben wir schon eingeplant. Gut, dann haben wir den Vierer in Bearbeitung. Gehen zurück ins Modul PDE. Wir finden da unten. Zurück, Fertigungsaufträge. Und jetzt sehen wir, der Vierer fehlt. Das heißt, das ist wirklich live auf der Datenbank, die wir hier haben. Da kann der Mitarbeiter reingehen und sagen, Nummer 2. Gut, ich bin jetzt hier dran, Arbeitsschritt, Vorbereitung. Arbeitsschritt pausieren. Und dann läuft er so durch. Ich kann ihn fortsetzen, kann ihn pausieren, kann ihn fertigstellen. Und die ganzen Angaben, die wir jetzt hier eingetragen haben, die werden im Selectline unter dem fertigen Schritt 2 unter BD da hinten eingetragen. Da sehen wir jetzt 20.05. haben wir es da schnell 2 Sekunden offen gehabt. Das andere ist immer noch durchgelaufen. Vor zwei Tagen gestoppt, aber die sehen wir jetzt, die Einträge kommen live rein. Das heisst, der, der am PC am Arbeiten ist, sieht da gerade mit einem BT-Report etwas dran machen. Betriebsmittel braucht es ja dann auch, vor allem für die Anzeige da, oder wenn man die mit der Plantafel, hat sie früher noch geheißen, arbeiten. Montageplätze zum Beispiel, eins, die wir hier haben. Die kann man natürlich auch verdoppeln und mehrfache Ausführung haben, Betriebsmittel. So, wenn jetzt einfach neu ist, jetzt kann ich maximal vom gleichen Montageplatz 999 haben. Wenn ich da 1000 oder wenn ich noch höher gibt, den Kunden, Zahl kleiner als 1000 erwartet. Ich glaube, 1000 geht sogar noch. Ich gehe aber nicht davon aus, dass einfach so viele gleiche Betriebsmittel braucht. Zirkuläre Referenz, um was geht es da? Seite 22. Da geht es auch wieder in der Produktion darum, bei diesen Fertigungsaufträgen. Da geht es eigentlich darum, dass ich mich selber nicht in den Loop setzen kann. Das heisst, ich kann nicht eine Stückliste einer hinterlegen, die nachher die gleich wieder hinterlegt ist, dass ich mich so umkreist bin. Kommt einfach die Meldung, es ist mega simpel eigentlich, was damit gemeint ist. Produktionssteuerung, da sind wir jetzt vorher ganz kurz mal rein gewesen. Bis anhin nicht möglich gewesen, um es automatisch aktualisieren, wir müssen da drauf drücken. Jetzt neu unter Ansicht, unter Einstellungen bei den Optionen, kann ich sagen, Aktualisierungsintervall mindestens 1 Minute, maximal alle 8 Stunden kann ich es so eintragen. Da auf Seite 22 Minuten. Seite 23 geht es eigentlich um Planungsanpassungen, die ich hier machen kann. Ich kann ja da entweder das manuell selber definieren, wenn ich da etwas abgeschlossen habe. So, jetzt haben wir da abweichende Zeiten. Geplant war 33 Stunden, jetzt haben wir 32. Und jetzt muss man die hier, sehen wir da oben, die sind jetzt so mit einer Meldung, also mit einer Warnung. Mal schauen, was heisst Warnung? Die muss ich je nachdem einfach noch durchwinken. Das heisst, ich habe es bis jetzt, aber wir müssen hier die einzelnen Einträge kritisieren. Jetzt kann ich es unter der Planungsanpassung kann ich sagen, jawohl, die zwei sind gut anpassen. Weil sonst kann ich mal sagen, möchte ich die Zollzeit an der Planungszeit anpassen, möchte ich die Zeit und so weiter. Der geht jetzt ein bisschen vereinfacht über den ganzen Assistent, weil wenn man es natürlich mehr als zwei Sachen einplant hat, kann das auch ein bisschen länger gehen. So, zack, und jetzt sind da beide wieder gekommen. Intervall für rückwärtige und zukünftige Planung, wo wir Seite 23 und 24 noch sehen. Ich habe ja so einen Auftrag,
kann ich sagen, ich plane zum Liefertermin, von dort auch rückwärts, oder ich plane ab jetzt oder am Starttermin so lange führen, wenn mir ringer ist. Und da haben wir jetzt einfach eine neue Möglichkeit, die Planung da maximal sagen, also maximal wie weit, dass man da kann zurückgehen kann, zwischen 0 und 10 Jahren. Nicht, dass jemand rückwärts in 10 Jahren plant, also über 10 Jahre im Voraus etwas produzieren muss. Aber die Möglichkeit haben wir da zum jetzt einstellen. Generell, das hat man bis jetzt schon können, kann man sagen, wollen wir da überhaupt zulassen, ja oder nein. Das wäre da unten gewesen. In der Produktion, die Planung, wo wir da drin sind, haben wir jetzt auch neue Mandanten wechseln. Den kennt man ja eigentlich relativ gut, dass man es eigentlich klein bis anhin hat man da immer müssen mit dem Shift-Trick haben müssen. Zwischen den Mandanten wechseln, jetzt haben wir da den Menü, wo es ein bisschen benutzerfreundlicher darstellt. Wir sind vorher schon drin gewesen, wir sind auf Seite 25 im nächsten Modul, das wir hier anschauen. Und zwar ist das Modul wieder das BDE, Betriebsdatenerfassung. Da geht es jetzt eigentlich darum, dass wir erst können, zum Beispiel Material aus- und einlagern, das wir brauchen für einen Arbeitsschritt, sobald der Arbeitsschritt gestartet ist. Also da ist nicht zwingend, dass man das so macht, aber bis anhin ist das so. Sie und jetzt können wir das Neue so umstellen. Da läuft über die JSON-Konfigurationsdatei, die vor allem die Vertriebspartner dann für sie die Anpassung. Wir machen, dorthin kann man das umstellen. Plus gibt es auch noch ein Vorarbeitermodul, wo man sehen auf Seite 25 unten dran. Das ist eigentlich ein zusätzliches Recht für einen Vorarbeiter, den man geben kann. Der kann dann auch für seine Arbeit, also für andere Arbeit, für andere Personen, die Arbeitsschritt starten und so weiter. Und die das Recht nicht haben, können nur ihre eigenen zugewiesenen Arbeitsschritte so starten und wieder beenden. So, dann verlassen wir das Thema Produktion und gehen noch in etwas rein, das gewünscht worden ist von Ihnen, wo auch sehr, sehr viel Sinn macht, dass wir auch möglich, die Möglichkeit geben. Wir können jetzt Kunden inaktiv setzen, das, nein, das kann man nicht jetzt schon, das hat man vorher schon können. Und wenn ich die jetzt im CRM Engine irgendwo anschaue, sehe ich jetzt auf einen Blick, Achtung, der Kunde ist inaktiv, da. Plus auch in der Adressliste, wenn wir hier anschauen, unter Kunden, sehen wir jetzt, der ist inaktiv, also er ist rot. Ich kann ihn aus dem CRM, muss ich natürlich jederzeit einfach wieder aktiv setzen. Da ist ein bisschen, was im User-Voice gestanden ist, Kunden inaktiv setzen. Genau, da ist es so möglich. Plus, noch eine ganz coole Funktion, wir sehen jetzt da, das ist jetzt die Firma IZT Consulting. So, mit der info@izt.ch. Jetzt tun wir da mal auf die Person anschauen, was hat die Person gefragt? Mike Kroner für eine Sache dahin. Kroner@izt. Und da die Telefonnummer, machen wir da 99, 74 99, die Hauptnummer wäre 74 80. So. Jetzt kann man da nämlich Adressanpassungen so erfahren, dass ich jetzt sage, die haben das gezügelt an Straße 22 zum Beispiel. Wenn ich jetzt speichere, kommt die Frau abfragen, möchten Sie diese für die verknüpften Adressen übernehmen? Die ist bis anhin auch gekommen. Was bis anhin der Fehler war, ist, dass nachher bei den verknüpften Adressen, also bei den Personen, wieder die E-Mail-Adresse drin gestanden ist und wieder die Telefonnummer. Und das wollen wir ja nicht. Wenn ich jetzt sage ja, dann können wir schnell vergleichen. Und zwar kann ich es hier schauen, auf der Kontaktperson ist jetzt zwar die Straße geändert, aber es ist immer noch seine direkte E-Mail-Adresse drin und seine eigene Telefonnummer. Ich kann eine Frage, Kontaktadressen als einzelne Personen können immer noch nicht inaktiv gesetzt werden. Die können nicht inaktiv gesetzt werden, die können aber von einer Adresse natürlich Verknüpfung entzogen werden. Dann sieht man die nachher auch nicht mehr auf dieser Firma. Und die kann man dort so entziehen. Aber direkt inaktiv setzen kann man es im CRM nicht, weil es ja also auch das Inaktivsetzen von einer Adresse würde bedeuten, dass es hier in Auftrag hineinwechselt.
Genau, die Neuerung, die ich vorher gesagt habe, dass die, möchten Sie das auf die Kontaktadressen oder auf die verknüpften Adressen übernehmen. Jetzt können Sie sich, also es überschreibt, nicht mehr die ganz andere Zeug, eben die direkte E-Mail-Adresse und so weiter. Wenn etwas gleich ist, dann überschreibt es. Wenn etwas bereits geändert ist, dann gewinnt es. Hier neue Standardfilter noch drin in der Hauptadressansicht. So. Ich muss auch jetzt sagen, zeigen wir alle Kunden, alle Lieferanten, mit Personen natürlich. Genau. Die 27 Option zum Aktualisieren von Personen, das ist das, was ich gezeigt habe. Und neu ist auch noch in der Adressmaske nur die Verträge ersichtlich. Im Selectline Mobile, wir sind jetzt auf Seite 29, können wir da mal schauen, Selectline Mobile. Ich stelle es nicht grösser vor. Erinnern Sie, mobile Lösung, dass Sie auch von unterwegs Adressen erfassen, Adressen anschauen, Belege erfassen, Leistungen erfassen oder natürlich gewisse Auswertungen anschauen. Da geht jetzt auch immer etwas. In der letzten Version haben wir ja gesehen, Extrafelder und so Sachen werden jetzt hier angezeigt. Jetzt neu auch die Artikelbilder. Relativ simpel, Seite 29 bzw. Seite 30 und Seite 30 unten dran ist eigentlich mehr auch wieder eine kleine Fehlerbehebung. Wenn man früher noch Belegsperre gesetzt hat im Auftrag, da unter Optionen, Belegsperre, dann hat man da im CRM, nicht im CRM, im Selectline Mobile immer noch irgendwie umgehen können. Ist jetzt nicht mehr möglich, jetzt wird er wirklich auch so rot angezeigt, wie man es auf Seite 30 unten gesehen. Plus noch weitere Anzeigen. Ergänzungen, dass man den Lagerplatz kann auswählen kann, den man auf Seite 31 sieht, bei der Belegerfassung oder beim Artikel. Ja, für das Lager generell haben wir das Modul MDE, mobile Datenerfassung, zum Umlagern und so Sachen. Aber dass man es bei einem Beleg gleich ein bisschen benutzerfreundlicher kann verwenden. Und auch die Preisgruppe in der Belegerfassung, dass man die kann ausblenden kann, da drin. Geht eigentlich alles ein bisschen darauf zurück, dass man das Modul Selectline Mobile einerseits kann ein bisschen eingrenzen für die eigenen Verkäufer, dass die vielleicht nicht zu viel sehen, aber über Kunden und über die Einkaufsseite. Andererseits natürlich auf Kundenseite. Wenn man beim Kunden ist und mit dem das Ganze zusammen vielleicht am Tablet ausführt, wird man vielleicht nicht, dass er alles sieht, welche Preisgruppe dass er drin ist und so weiter. Darum kann man das Ganze auch ausblenden. Für da immer noch der Tipp da über die Kundenansicht, dann wird eigentlich nur da angezeigt, wo der Kunde hat darf sehen. Und nicht irgendwie von Margen und Kalkulationen und so weiter. Gut, auf Seite 32 API, da ist vor allem für Vertriebspartner jetzt wieder neue Befehle gegeben, die man kann verwenden kann. Wenn Sie Applikationen haben, die Sie abgebunden haben über die API, dann kann man da immer wieder ein bisschen mehr benutzen. Das Ganze ist ja dokumentiert. Wenn wir da im Mobile Manager schauen, können wir da unter Website API Help, genau, da sind ja die ganzen API-Befehle, alles so drin. Und die Funktionen, wo man dann für die Befehle braucht, für die Anbindung. Gut, so viel zu den Neuerungen bis jetzt. Jetzt übergebe ich gerne an Delia für die Lohnvorerfassung. Bitte schön. Danke vielmals, Peter. Auch von mir noch ein Grüezi miteinander. Wie Peter Breitenmoser schon gesagt hat, darf ich Ihnen noch Neuerungen vom Lohn zeigen, vom kleinen Lohn. Im Allgemeinen kann man eigentlich sagen, haben wir drei Neuerungen umgesetzt. Alles drei Kundenwünsche gewesen, die sie sich gewünscht haben. Da wäre zum einen mal die Vorerfassung der Zulage und der Abzüge, das andere ist die Arbeitszeiterfassung und das dritte ist der Import von Zeiterfassungen. Ich zeige Ihnen das aber gerne und tue Ihnen somit meinen Bildschirm übertragen. Die ganzen Informationen finden Sie im Zusatzdokument Lohnvorerfassung und Zeitimport, wo wir jetzt miteinander durchgehen. Wir wechseln jetzt aber direkt in den Lohn rein. Anfangen tun wir natürlich auf Seite 3 mit der Vorerfassung. Wir gehen für da jetzt gerade mal in die Mitarbeiter rein. Machen hier gerade auch mal einen auf. Wir haben jetzt neu bei den Zulagen und Abzügen
haben wir bis jetzt ja einfach die normalen Zulagen und Abzüge drin gehabt. Jetzt neu haben wir zwei Spalten zusätzlich mit gültig ab und gültig bis. Tausend Grund, dass ich jetzt auch sagen kann, bei dem Beispiel, der Damian Gross hat super geschafft, kommt eine Lohnerhöhung über von 200 Franken. Entschuldigung, schnell teilen, wir sehen noch das Dokument, was nicht sehr klein Lohn. Jetzt müssen wir es. Ja, jetzt ist gut. Perfekt, Entschuldigung. wir sind jetzt eben, wie gesagt, in Mitarbeiterinnen unter Zulagen und Abzügen. Wir haben jetzt neu die zwei Spalten zusätzlich bekommen mit gültig ab und gültig bis. Wenn ich jetzt eben sage, ich würde zum Beispiel eine Vorerfassung machen von einer Lohnerhöhung, von einem zusätzlichen Lohn, kann ich jetzt da zum Beispiel einfach den Monatslohn neu reinholen und sage, der ist jetzt gültig ab dem Februar zum Beispiel mit 5200. Dann nimmt man mit der Lohnabrechnung für den Februar den gab schon den Lohn. Ganz wichtig, da sind gesehen, es hat auch ein gültig bis. Wenn ich jetzt das offen lasse, wie jetzt in dem Fall, kommen nachher beide Zulagen rein. Das wollen wir natürlich jetzt aber nicht, sondern wollen dann eigentlich nur die eine oder die andere. Sie sehen, es wird auch mit Farben geschaffen. Das ist gerade das Nächste, was dazugehört. Das sind die Filter da unten, die Sie sehen. Wenn ich natürlich jetzt einfach nur zwei, drei habe, ist es noch relativ übersichtlich. Wenn ich dann recht viel so Zulagen und Abzüge habe, bin ich natürlich froh, wenn ich die kann, auch die vergangenen, die gar nicht mehr gelten, kann ausblenden, dass ich wirklich nur immer das Aktuelle und vielleicht auch das Zukünftige sehe. Was da wichtig ist zu sagen, es ist wirklich einfach ab dem ersten Tag, wo das gilt, also ab dem 1.2. wird gerade die Zulage genommen und auch bei der gültigen bis natürlich. Also es ist nicht ab einem gewissen Zeitpunkt oder eine Pro-Rata-Berechnung. Was auch noch wichtig ist zu sagen zu dieser Funktion, ist der Jahreswechsel. Wenn ich einen Jahreswechsel mache, fallen alle vergangenen fallen aus, also die werden nicht mit übernommen ins neue Jahr, sondern es werden nur die, die gerade aktuell jetzt noch gültig sind und die zukünftig übernommen. Also es bereinigt sich dann eigentlich beim Jahreswechsel wieder selber. Die zweite Neuerung, die wir reingenommen haben, ist jeder da, das ist die Arbeitszeiterfassung. Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann sagen, ich würde das einfach manuell erfassen von Hand, dass es selber eingibt, wie viel er so geschafft hat. Sie sehen, wenn da Spalte soll, gerade schon vorab gefüllt, der Wert nimmt noch aus den Mandanteneinstellungen. Unter Optionen haben wir da jeweils definiert, wie viele Stunden hat der Arbeitstag in meiner Firma, wie viele Tage hat der Monat. Und anhand von dem rechnet er dann aus, was ist die Zollzeit, wie viel der Mitarbeiter sollte arbeiten. Ich könnte jetzt hier natürlich von Hand hinschreiben, er hat jetzt diesen Monat im Januar zum Beispiel 180 Stunden gearbeitet und zwei Tage Ferien genommen. Gibt aber auch noch die automatische Version von dem, also nicht das händische. Und da findet man dann eigentlich hier unter Schnittstellen. Wir sind mittlerweile angekommen schon auf der Seite 7. Wir haben für da einen Importassistent reingenommen, sodass man die Zeiten importieren kann. Wir haben ja direkt die Schnittstelle zu der Zeiterfassung Benabo. Wichtig zu sagen, Sie können aber natürlich jegliche Dokumente aus irgendwelchen Zeiterfassungstools importieren. Wir können jetzt die mal schnell anschauen, die Importschnittstelle, und können für da auf Schnittstellen Import Zeiterfassung. Viele kennen vielleicht den Importassistent schon von anderen Punkten im Selectline. Man sieht relativ ähnlich aus, unterscheidet sich aber teilweise noch ein bisschen. Wir können auch hier, wie bei den anderen, mit Muster arbeiten. Einmal angelegt, kann ich es dann immer wieder verwenden. Wenn ich jetzt ganz neu anfange, kann ich hier meinem neuen Muster einen Namen geben und kann dann einfach weitergehen. Wenn ich schon eins habe, wo ich beim anderen Selectline zum Beispiel schon mal verwendet habe, kann ich es auch hier einschleusen und mit dem weiterarbeiten. Wir wählen jetzt aber mal das aus, wo ich gerade schon vorbereitet habe, das Venabo, und gehen darum auf Weiter. Sind dann im Schritt 2, übrigens auf der Seite 8 in den Schulungsunterlagen. Wähle jetzt hier eine Datei aus, die hat jetzt hier gerade eine schon ausgewählt, das ist jetzt eine Excel-Datei, die ich eigentlich importiere. Gehen wieder weiter. Dann kommen wir in Schritt 3, wo man auf der Seite 9 findet. Hier wichtig, wenn ihr eine Excel-Datei habt, meistens oben Titel.
weil ich die ja auch nicht auch will, als Titel oder als Wort importieren, sage ich da einmal Beginn ab Zeile 2 und ganz wichtig auch Feldbezeichnung aus erster Textzeile nutzen. Das heisst, die wollen wir ja dann eigentlich nicht importieren, sondern wir wollen wirklich alles, was ab der zweiten Zeile kommt. Wenn ich das gemacht habe, kann ich wieder auf Weiter. Ich komme jetzt in Schritt 4, mittlerweile auf Seite 10. Jetzt geht es dazu, auf der linken Seite sehen wir, was wir in unserer Excel-Liste drin haben und auf der rechten Seite, was für Informationen wir im Select-Line drin haben. Jetzt geht es darum, dass wir alles von unserer Excel-Liste am Select-Line zuweisen. Sie sehen hier die blau markierten sind Pflichtfelder, die müssen wir mindestens zugewiesen haben. Jetzt das haben wir schon mal vorbereitet. Sie sehen, ich habe hier recht viele Formeln hinterlegt. Das aus dem Grund, weil meine Excel-Liste nicht nur Stunden drin hat, sondern auch noch Ferientage und muss es darum auch noch ein bisschen speziell aufschlüsseln. Ich kann die jeweils einfach anklicken, das Rechte anklicken, dem, wo ich es zuweisen will. Sie sehen, es gibt da jeweils einmal ein Pfeil, den ich markiert habe und kann es dann mit dem Pfeil übernehmen und zuweisen. Haben wir jetzt aber schon gemacht, darum gehen wir jetzt mal wieder auf Weiter. Sie sehen, wir sind gerade direkt in Schritt 7 weitergekumpelt. Das ist, weil ich jetzt mit dem Muster arbeite und sofern er da eigentlich gerade schon erkannt hat, weist er da gerade alles zu. Wir gehen jetzt aber noch zwei Schritte zurück, wieder in Schritt 5, auf der Seite 11 in den Schulungsunterlagen. Wir haben jetzt hier wieder die Informationen aus unserer Excel-Liste, die drei Mitarbeiter und auf der rechten Seite alle Mitarbeiter, die ich im Select-Line zur Verfügung habe, die ich zuweisen kann. Im Schritt 5 und 6 ist ganz wichtig zu sagen, alles, was links drauf ist, muss zugeordnet werden. Also wir haben da nicht nur einfach Pflichtfelder, die wir müssen, ein Minimum, sondern die müssen alle zugeordnet werden. Will ich einen Mitarbeiter nicht zuordnen, kann ich ihn anwählen und mit dem roten X hier rausklicken, also rauslöschen. Auch hier wichtig zu sagen, wenn ich ihn mal rausgelöscht habe, kann ich ihn nicht einfach so wieder reinnehmen, sondern muss wieder von vorne anfangen. Darum überlegen, welchen dass ich dann wirklich wieder rausgelöscht habe. Sie sehen, meine sind hier aber gerade schon grün. Das ist, weil er gerade direkt gesehen hat, okay, den Markus Doppler gibt es auch im Select-Line schon. Hat es gerade schon erkannt und weist das automatisch zu. Wenn ich es jetzt da noch nie gemacht habe, also wenn ich mit einem neuen Muster arbeite, weiss aber, die linke passen identisch zu den rechten, kann ich hier unten Nummer, Quelldatei entspricht Nummer, Zielsystem aktivieren. Und wenn wir das jetzt machen, sehen Sie den Zauberstab hier rechts oben. Wird aktiv und mit dem kann ich dann eigentlich das automatisieren, in einem Schritt alle Links mit allen Rechts zuordnen, die er findet. Hat er aber hier gerade schon schön erkannt, dann gehen wir wieder auf Weiter. Nochmal einen Schritt zurück, aber dass wir noch den sechsten Schritt anschauen können. Jetzt kommen wir dazu, zur Zuordnung der Zulagen, die wir importieren. Auch hier wieder das Gleiche, links da, wo wir reinnehmen wollen und rechts, was wir zur Verfügung haben. Wir haben auch hier jetzt Stundenlohn zu Stundenlohn schon gerade erkannt und zugewiesen. Und gehen darum auch wieder weiter. Aber auch hier, alles was links ist, muss zugeordnet werden und sonst entfernt werden. Wir gehen wieder weiter und kommen darum in den letzten Schritt rein. Sie sehen jetzt hier meine drei Mitarbeiter, die ich möchte importieren oder die ich jetzt den Wert importieren. Auf der rechten Seite oben dran, wann ich möchte importieren und im unteren Teil, wann ich zur Verfügung habe momentan. Wir haben jetzt bei Markus Doppler zum Beispiel einen Stundenlohn drin mit einem Ansatz von 30 Franken, aber natürlich ohne Menge momentan noch. Importiert ihm jetzt aber den Stundenlohn mit 160 Stunden, mit 10 Überstunden und 5 Ferientage. Auch die finden wir dann hier noch bei Zeiterfassung, genau aufgeschlüsselt. Wir nehmen 170 Stunden rein, also die 160 normale und 10 Überstunden und die 5 Ferientage. Wenn wir sagen, mal, das stimmt alles, dann können wir hier unten rechts auf Fertigstellen klicken. Wir sagen, okay, ist importiert worden. Und wenn wir jetzt mal die Mitarbeiter anschauen, hat er uns jetzt hier im Januar die 170 Stunden reingenommen, also die 160 plus die 10 Überstunden. Plus jetzt 2 Tage Ferien. Also es füllt es mir automatisch direkt ab, wenn ich jetzt hier importiert habe. Sie sehen, jetzt momentan könnte ich es aber noch überschreiben. Da aber nur, solange ich noch keine Abrechnung gemacht habe. Wenn wir jetzt eine Abrechnung machen, gehen wir hier oben mal auf Abrechnen, Abrechnungsassistent öffnen.
gehen jetzt den Januar mal abrechnen. Nehmen jetzt aber mal nur die drei rein, die wir jetzt gerade importiert haben. So, jetzt gehen wir mal den Markus-Doppel nochmal anschauen. Wir haben jetzt hier wieder die 170 Stunden, die 5 Tage Ferien, das ist der, den wir vorher im Import noch angeschaut haben. Auf der letzten Seite der Schulungsunterlage sehen Sie auch noch bei Stundenlöhnen, was da speziell ist. Sie sehen jetzt, den Stundenlohn hat man hier direkt gerade schon abgefüllt. Das ist aus dem Grund, weil wir in den Zulagen, wenn ich jetzt hier den Stundenlohn anschaue, habe ich hier unten ein Flag, Menge ist gleich Arbeitszeit. Das heisst, wenn ich das aktiviert habe, füllt es mir eigentlich da, was man hier abgefüllt hat, direkt hier hinten in die Zulage auch noch. Sie sehen, jetzt haben wir hier zweimal die Zulage drin. Das ist aus dem Grund, die mit den 30 Franken ist die, die er gerade schon drin hat, der Mitarbeiter. Also wenn wir den Markus Dobler anschauen, hat er jetzt vorher jeder hier drin gehabt, die allgemein ohne gültig Biss. Und darum kommt die einfach immer rein, solange wir hier kein gültig Biss reinsetzen. Und die wir jetzt hier importiert haben. Jetzt können wir natürlich sagen, wir starten ja mal den Abrechnungsassistent mit der Option Nullbeträge, wie wir ausgeblendet haben. Das heisst, wir sehen das jetzt zwar da drin, wenn man noch die Lohnabrechnung aber rauslöhnt, verschwindet die, weil die ja keinen Ansatz hat. Wir haben jetzt die 107 abgefüllt, also ich könnte jetzt auch die wieder rauslöschen zum Beispiel, dass es noch ganz super ist, dass man nur noch die 170 am Reis kennt. Die Ferie hat es mir jetzt hier auch noch aufgelistet, aber ohne Ansatz. Also die zeigt es mir jetzt auch einfach hier an, nimmt es mir dann aber nicht in die Lohnabrechnung. Ihr könnt jetzt das nachher so abrechnen und beenden. Sie haben jetzt aber noch kurz gesehen, die Mitarbeiterinnen. Hier hat es mir die Zulagen gerade auch importiert. Das ist das, was ich ganz am Anfang noch gesagt habe. Wenn wir hier natürlich jetzt jeden Monat gehen, Stunden importieren vom Zeiterfassungstool, dann häuft sich das relativ schnell dann an mit recht viel Zulagen und Abzüge oder vor allem Zulagen. Und dann bin ich umso froher denn um die Filter, die man hier generiert. Ja, das wäre es eigentlich gerade schon gewesen von meiner Präsentation. Ich würde darum das Wort wieder an Peter Breitenmoser gerne übergeben. Ja, aber vielen Dank. Ich habe zum Schluss noch etwas. Und ich gerne zeigen, und zwar sind wir jetzt noch im Docker drin. Selectline Docker ist ja unser eigenes Archivsystem, das wir schon seit über 2 Jahren jetzt auf dem Markt haben. Mit einer idealen Schnittstelle zu Selectline natürlich. Auch da wird es nicht zu viel Zeit drin stehen, da gibt es auch ein kostenloses Webinar, wenn Sie da mal interessiert, unverbindlich, mal zuschauen. Was ist jetzt im Docker neu, wenn Sie es kennen? Es gibt jetzt einen Workflow da drin. Was heisst ein Workflow? Ich bin jetzt hier angemeldet als mein Login. Jetzt hat er oben ein Postfach. Das heisst, ich kann jetzt hier zum Beispiel schauen, jetzt habe ich hier ein Dokument drin, wo ein Workflow hinten dran hat. Workflow sehe ich auch jetzt oben rechts. Das heisst, der Workflow muss jetzt von mir zu der Sarah Müller zum Hans Muster gehen. Wieso? Wir sehen hier, der Rechnungsbetrag ist 2600 Franken. Den Workflow habe ich eingestellt, dass ich da sage, ich das mal erfassen. Ein Auslöser für mich ist der Typ Eingangsrechnung, da ist es. Dann geht es Administration. Die tut sicher Pflichtfeld schauen, dass der Betrag gefüllt ist. Das sehen wir dann hier. Betrag kontrollieren. Und dann geht es zum Projektleiter, wenn der Wert über 1000 ist, das heisst der Betrag. Wenn der Wert 100.000 ist, kommt es wieder zu mir. Weil dann kann ich es freigeben. Jetzt können wir hier mal schauen, wie das Dokument, das ich hier drin habe. Ich habe hier zuletzt importiert 4 Dokumente. Ich habe den Workflow hier schon angefangen, den sieht man schon. Der ist jetzt schon bei mir gewesen und ist jetzt bei der Sarah Müller gewesen. Sie hat auch grün markiert, das heisst, es ist gut. Und jetzt warte ich noch auf den Hans Muster. Das nächste Dokument, das wir hier haben, auch der Betrag, 1000. Da ist jetzt eine Ablehnung gekommen, zum Beispiel. Ich habe gesagt, es ist gut. Dann ist Sarah Müller gekommen und gesagt, der Betrag stimmt nicht mit der Offerte überein. Dann liegt er nachher wieder in meinem Postfach, wir sehen ihn noch. Ein weiteres Dokument ist ebenfalls so. Der liegt jetzt momentan noch bei mir, den habe ich den Workflow noch nicht eröffnet.
Das kann ich dann hier in meinem Postfach machen. Und das dritte Dokument, da sehen wir, das ist ebenfalls wieder bei mir, weil es ist bei mir gewesen, also fast, Frau Müller. Und dann ist es wieder zu mir gekommen, weil der Betrag ja 100'000 war. Und ich kann jetzt das nachher so freigeben. Ich sehe hier im Postfach rein, habe hier auch Ablehnungen, die zurückgekommen sind. Das war eben da gewesen. Der Betrag stimmt nicht überein. Und was ich auch habe, ist Vertretungen. Also ich kann auch in der Benutzerverwaltung sagen, du bist Vertreter von dem, wenn jetzt mal nicht bei der Fähre ist, dass da die Workforce nicht aufgehalten wird. Schlussendlich nachher, wenn die durchgearbeitet sind, geht es ja immer darum, dass man dann die Schnittstelle kann nutzen kann in einen kleinen Auftrag rein, wo ich dann kann da unter offenen Posten, beziehungsweise es kann auch in Fibu sein, Kuhrechnung oder EZ einlesen, das Tokio anklicken und das Ganze importieren. Das ist aber eine Neuerung. Neuerung ist effektiv der Workflow, der jetzt so integriert worden ist.